Summer 1993, an open-air market in the east of Berlin under the stony face of Ernst Thälmann. What springs to people's minds when they think back to the GDR's planned economy? Wurde sehr, sehr viel geplant, aber Pläne wurden nie erfüllt. Ich würde sagen, nur auf dem Papier. Ja. Sehr hart gewesen, für wenig Geld, also... Scheiße. Warum? Weil das nicht geklappt hat. Bloß heute klappt es auch nicht. Ach, es war manchmal gar nicht so schlimm. War gut gemeint, aber eine Utopie. Images of a fresh start. Mann, das heißt nicht, das Leben sich leicht macht. Sich unter das Gesetz eines Plans stellen, so wie es eure Jungs vorhin sagten, 730 Tage unter dem Millimetermaß. In 2 Jahren, Freunde und Kollegen, werdet ihr mit mir einig sein. Die Erfüllung dieses Planes hat nicht nur eine materielle Bedeutung, sondern in der Erfüllung dieses Planes sind wir selbst andere Menschen geworden. Sind wir aus Lohnsklaven, die wir früher einmal waren, Herren der Produktionsmittel, Herren unseres eigenen Schicksals geworden. A chemical factory in eastern Germany. This is in 1993, shortly before the factory was dismantled for scrap. People worked here in 3 shifts around the clock, day after day. Now the whole site has been closed down. 40 years of East German planned economy. What's the bottom line? Überall war es ein harter Kampf mit dem Erbe des faschistischen Krieges. Aber die Betriebe mussten wieder in Gang kommen. At the Potsdam Conference in 1945, the victorious powers had agreed to treat Germany as a single economic area. This unity was supposed to last until the end of Germany's occupation. But the Cold War quickly severed Germany's close-knit economic links. Private banks and insurance companies in East Germany were closed, and big industry was nationalized, radically reducing private ownership of industrial resources. This was the most important step towards the adoption of the Soviet economic system. Following the agrarian reforms, 2/3 of all large landholdings were allocated to new farmers. The mass collectivization of East German agriculture was to follow. In the West, the Allies introduced a currency reform. The Berlin blockade and the founding of the 2 German states sealed the division. Stahlwerke in Riesa gingen ihnen den schweren, harten, mühseligen Weg der Arbeit. Und was für eine Arbeit. Sie hatten keinen Kran. Sie mussten zentnerschwere Schrottstücke selber an den Schmelzofen schleppen. The GDR was completely cut off from the rest of the German economy with serious consequences. It was forced to rebuild its heavy industry without traditional links to raw materials and energy sources. It had to rely on the economically weaker partners of the Council for Mutual Economic Assistance, Comecon, which was founded in 1949. Up to 1953, drastic confiscation of factory equipment and heavy reparation payments slowed economic recovery. The situation was aggravated by the constant diversion of current production to compensate for Soviet shortages. Wir sind Augenzeuge einer Arbeitssitzung der Deutschen Wirtschaftskommission für die Ostzone. Der erste Vorsitzende, Rau. Die Deutsche Wirtschaftskommission beabsichtigt nicht, große Erklärungen abzugeben, sondern im Interesse der Bevölkerung zu arbeiten. House of Ministries on Berlin's Leipziger Straße, formerly Göring's Ministry of Aviation. After the war, it housed the German Commission for the Economy, later renamed the Planning Commission. Göring's clock panel can still be seen on the ground floor. Upstairs, German communists were later to try out a new type of economy, the centrally planned system based on the Soviet model. Günter Sieber, party secretary of the Commission for Economic Planning for many years, recalls. Der erste Plan, der sozusagen deutscher Väter entstammte, musste, nachdem er fertiggestellt war, in großer Tag- und Nachtarbeit nach Moskau geflogen werden,
Eine ganze IL-14 war ausgefüllt mit Riesenpapierstößen und wurde dort geprüft und kam zurück. Stellvertretender Leiter der Hauptverwaltung Wirtschaftsplanung war die Frau Dr. Witkowski. Und wir waren sehr begierig zu hören, wie ist denn die Meinung der sowjetischen Genossen zu unserem Plan. Und sie sagte etwas sarkastisch, Genosse Stalin hat gesagt, wenn die Deutschen schon wieder so viel Nationaleinkommen hätten, wie sie Rechenfehler gemacht haben, dann wären sie schon wieder die Größten. Miner Adolf Hinneker had to match the performance and output of Stakhanov, his Russian forerunner. State planning needed people whose example could enthuse the masses. Hinneker's achievement became a paragon. His name was invoked as praise or as an insult. Eine Arbeit, mit der jedem Einzelnen von uns gedient ist, wurde im Reichsbahn-Ausbesserungswerk Stendal durch eine kleine Feier gewürdigt. Yesterday's successes mean little today. Tausendste reparierte Lokomotive aus den Trümmern der Katastrophe gebaut, die das Werk verlässt. Der Fünfjahrplan sieht eine Steigerung der friedlichen Industrieproduktion um das Zweifache gegenüber dem Stand von 1936 vor. Es wird sich erweisen, dass es aufgrund unserer neuen demokratischen Ordnung möglich ist, ein Tempo der industriellen Entwicklung pro Jahr zu erreichen, welches für kein kapitalistisches Land erreichbar ist. Historic pictures taken in 1950 kept secret until now. Notice Grotewohl's expression and Honecker, then leader of the Free German Youth Organization. In 1952, a young man from Saxony was recruited into the State Planning Commission. Fritz Schenk was 22 at the time and later became secretary of the State Council for the Economy. In 1957, he fled to the West. Nun war ich aus der Praxis gekommen und kannte die Sorgen, die wir in den Unternehmen hatten. Mal fehlte Material, meist die Mittel für wichtige Investitionen oder Generalreparaturen. Und nun war ich der Meinung, hier an der Quelle zu sein, an der dies behoben werden müsste. Und in der Tat, tagtäglich mehrmals brachte die Hauspost Briefe von Ministern und Behördenchefs, die genau diese Sorgen und Probleme schilderten und Planänderungen forderten oder die Lieferung von Material oder die Zustellung von Geld, um den Plan erfüllen zu können. Aber ich sah meinen Chef kaum. Diese Masseninitiative in Bewegung zu setzen. That was Bruno Leuschner, then head of the Planning Commission. Den Forschern, Wissenschaftlern und anderen werktätigen Schichten die Bedeutung dieses Planes nahezubringen. Der war permanent in Sitzungen und als ich ihn nach ein paar Tagen dann endlich mir greifen konnte und ihm das vorgetragen hatte, hat er mich belehrt. Er sagte, die Briefe müssen die Minister schreiben, damit sie gedeckt sind. Ich kenne die Sorgen, ich habe weder Material noch Geld, ich kann Ihnen nichts geben. Der Plan ist Gesetz, Sie müssen ihn erfüllen und ich muss dafür achten, dass der Plan nicht geändert wird. Ergo sind die meisten dieser Briefe einfach zerrissen worden oder in den Reißwolf gewandert, mit Ausnahme wichtiger Briefe von Grotewohl, Ulbricht, von Politbüromitgliedern natürlich. Aber die Mehrzahl dieser schwerwiegenden Sorgen der Ministerbriefe hat nie eine Antwort erfahren. The first few years of the GDR were marked by great euphoria. This fresco painted in 1952 for the planning headquarters shows the dreams of a brave new world. It was the Soviet military administration, however, that called the shots from its headquarters in the Karlshorst district of Berlin. Schenk often visited the Soviets to collect their so-called recommendations. Am Eingang von einem Läufer abgeholt und dann hier in das Gebäude, in eines der Arbeitszimmer gebracht, in denen die wichtigsten Ressortleiter der sowjetischen Militäradministration in Deutschland saßen. Später hieß sie Sowjetische Kontrollkommission und wo die entsprechenden Unterweisungen gegeben wurden, was sich wie in der DDR in Zukunft verändern sollte. Das Ritual war eigentlich gestanzt und kam mir, als ich die ersten Male hier war, eigenartig vor. Es war immer das Gleiche. Der Schreibtisch unserer Partner war aufgeräumt.
Er begann, hatte einen weißen Bogen vor sich liegen, zunächst mal mit dem Abfragen des Lebenslaufs, obwohl man das ja schon mehrfach vorgetragen hatte. Dann kam er darauf, wie man sich weiterbildet, in welchem Fernstudiumkurs man gerade wäre oder an welchem Lehrgang des Parteilehrjahrs man teilnahm und was die wichtigsten Themen in der Parteigruppe seien und dergleichen. Und erst daraus entwickelte sich dann so nach und nach das Fachgespräch. Und dieses war dann aber eher eine Befehlsausgabe. Im Hause der Botschaft der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken in Berlin. In August 1953, the USSR put 33 large businesses under German administration. These companies had previously been Soviet holdings. The Soviets continued to impose their delivery requirements. Almost 85% of all machinery exports went east. The Wismut company, which produced uranium, remained in Soviet hands. Sie verpflichtete sich, einen Schnellvortrieb von 450 Metern auf zweigleisigem Querschlag aufzufahren. In just under 50 years, Wismut miners extracted over 220,000 tons of uranium from the depths of the mountains for the Soviet atomic industry. Its legacy was a polluted wasteland. Wir Deutschen für das, was zwischen 33 und 45 passiert ist, die volle Verantwortung und Haftung übernehmen müssen, kann ich dies für die DDR oder frühere Sowjetzone seit 1945 nicht feststellen. Sie hatte weder außen, innen noch wirtschaftspolitisch je die Chance für einen eigenen Kurs, für einen eigenen Weg, sondern sie war von Anfang an voll integrierter Bestandteil des Sowjetimperiums, ihr gleichgeschaltet und nur von ihr abhängig. Freudige Sonntagsüberraschung am 6. Juli. Die Preise für viele Lebensmittel wurden weiter herabgesetzt. Molkereierzeugnisse, Schweinefleisch, Wurst, Käsesorten und Schokoladenpuddingpulver sind billiger geworden. Wer hätte das gedacht? Erst vor wenigen Wochen wurde die Rationierung aufgehoben und nun folgte schon eine neue Preissenkung. Price setting was an important aspect of the GDR's economic planning. Right from the start, state-determined prices were crucial for central planning. Consequently, prices of goods and services were grossly distorted and did not reflect the value of the products. The East German Mark was worthless outside the nation's borders. There was a chronic shortage of hard currency. Werbung. Ihre Konsumgenossenschaft wünscht frohe Fahrt in die Sommersonne. Frohe Fahrt ins Grüne, mit allem ausgestattet für ein geruhsames Wochenende. Gute Reise an die See, mit allem versorgt für Wasser und Strand. Alles fertig? Alles da? Fräulein Katrin? Reisekoffer? Mantel? Handtasche? Ja. Menschenskind, die Pralinentafel haben Sie vergessen. Eine Reise ohne Pralinentafel, wo gibt's denn das? Pralinentafeln sind köstlich. Ende der 50er Jahre. Großbauplatz DDR. Die materiell-technische Basis für den Sozialismus wird geschaffen. Der Rostocker Überseehafen ist im Bau. The town of Schwedt got an oil refinery. Leune 2 was built. In 1960, collectivization of agriculture was completed. Ein stolzer Augenblick in der Geschichte dieser jungen LPG. Das erste genossenschaftlich geerntete Getreide wird abgefüllt. Jeder von ihnen weiß, es ist das Produkt ihrer gemeinsamen Arbeit. The newsreel ignored the thousands of farmers who fled to the West in the wake of forced collectivization. Nothing was said about the crop failure in the following year. The first pictures of East Berlin after the wall was built. The GDR had lost much of its skilled labor. The economy was stagnating. The government had to make good on its insistence that the socialist system was superior. In response to the global technological revolution, the government introduced the new economic system of planning and management, or NES. Professor Herbert Wolf was one of the architects of these reforms, the only ones ever attempted in the GDR. In 1971, under Erich Honecker's regime, he was relieved of his duties and silenced.
Die ersten Zielpunkte waren die Durchsetzung des Leistungsprinzips in Verfolg dieser damals gängigen Losung, was der Gesellschaft nützt, muss auch dem einzelnen Kollektiv entscheidend Vorteil bringen. Zweitens, die Reduktion der Planung und volkswirtschaftlichen Bilanzierung auf die Vorausschau und vor allem ihre Entbürokratisierung, das heißt ihren Befehlscharakter ihr zu nehmen. Und drittens, in diesem Gesamtzusammenhang die Funktionsfähigkeit und die Regulatoren, die der Marktmechanismus mit sich bringt, voll auf die Betriebe wirken zu lassen. Walter Ulbricht, the dominant political leader of the GDR until 1971, at a photo session. These pictures have not been published. Mir ist oft die Frage gestellt worden, wie war denn das möglich, dass ein ernsthafter Ansatz zur Reform des sozialistischen Systems ausgerechnet unter Walter Ulbricht zustande kommt. Denn Walter Ulbricht ist ja bekannt, und ich glaube auch zu Recht bekannt, als Altbolschewik und in hohem Maße auch als Altstalinist. Und seine Rolle in den 40er, vor allem in den 50er Jahren, ist in mehr als einer Hinsicht kritikwürdig. Aber vielleicht muss man sagen, er hat es damals auch nicht besser gewusst. Für Ulbricht gilt aber, er war auch in dem Sinne ein Altkommunist, dass er wirklich an die Machbarkeit und an das in seinem Leben und unter seiner Federführung mit zu erreichende im Fortschreiten der sozialistischen, sprich kommunistischen Umwälzung mitmachen wollte. Und so viel weiß ich und habe erlebt, dass er Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre selbst darüber begonnen hatte nachzudenken, geht denn das mit dem bisherigen System? Natürlich begann er mit der Ökonomie, dort, wo es am meisten brannte. Und Ulbricht war meiner Meinung nach doch wandlungsfähig genug, um seiner Generalzielstellung, seiner Idee sozusagen treu zu bleiben, war er bereit, auch erhebliche Veränderungen unter seiner Regie mit durchzuführen. In December 1965, Eric Apple, chairman of the Planning Commission and the prime mover of reform, shot himself in the head at his desk. The real reason for his suicide remains unclear. Just 2 hours after his death, Apple had been due to speak at the signing of a far-reaching trade agreement with the Soviet Union, gagging the GDR. Ulbricht had not invited him to a meeting on the economy that summer. His closest friend, Günter Mittag, distanced himself from him and also from the reforms. In the West, Apple's past under the Nazi regime had been exposed. Gerhard Schurer was head of the Planning Commission from Apple's death up to 1989. Schurer in the late 1960s. The foremost SED planner describes himself then as a true soldier of the party. In this role, his limits were clearly defined and he never overstepped the mark. In gewissen Abständen hat es in den Parteiführungen in der unterschiedlichen Besetzung, also Walter Ulbricht, dann Erich Honecker, immer eine Entwicklung gegeben, wo der Boden der Realität durch die hohen Forderungen von der Spitze her verlassen wurde. Und wir waren immer in diesem Dilemma, wie man darauf reagieren soll, denn wenn ein Plan nicht real ist, verliert die Planung an Autorität und im Endergebnis ist das Wachstum der Wirtschaft sogar geringer, als man es hätte bei realen Plänen erreichen können. Bertolt Brecht hat einmal gesagt, satirisch gesagt hier, dann machst du einen Plan und bist ein großes Licht, dann machst du einen zweiten Plan, gehen denn sie beide nicht. Attempts at reform led to candid discussions, the last of their kind. Honesty was required of everybody, and even company managers were subject to massive criticism. But the system proved itself to be inflexible, and the party had to apply the brakes. The Prague Spring had revealed the political consequences of reform. Der Werkleiter oder der VVB-Generaldirektor, der regelmäßig immer zur Berichterstattung in die Bezirksleitung der Partei oder Kreisleitung der Partei kommen musste, wurde er gefragt, hast du deinen Plan erfüllt?
als ob wir nicht schon längst eine sogenannte eigenverantwortliche Planung entwickelt hätten. Und nun, um dem noch also die Krone aufzusetzen, als er dann erklärte, ich mache mit Wissenschaft, Technik das und mache mit den Märkten jenes und Außenhandel und so weiter, wurde er in der Regel unterbrochen. Ich will wissen, ob du deinen Produktionsplan erfüllt hast. Er hat aber gar keinen. Und so kann man sagen, dass eigentlich schon daran ersichtlich das Nicht-Konform-Gehen der ökonomischen Reform mit der politischen Reform, das Ausbleiben der politischen Reform, veränderte Stellung der Partei, wirkliches, konsequentes Übergehen zur demokratischen Form und viele andere Dinge, letztlich eine stark beeinträchtigende und vielleicht sogar auch negierende Rolle gespielt hat. The 1967 New Year's Reception. The future GDR leader, Erich Honecker, had already stepped out of the wings and was taking center stage more frequently. In Moscow, Khrushchev had been deposed. His successor, Brezhnev, signaled a clear change of course in Soviet policies. Dieser mag daraus entsprungen sein, und vielleicht hatten Sie sogar recht, dass der in den 50er Jahren gerade von den Kommunisten immer wieder gepredigte Systemwettbewerb Kapitalismus, Sozialismus wahrscheinlich nicht gewonnen werden kann in dieser unserer Zeit. Und dass insofern eine Generallinie verfolgt werden müsse, wenn schon nicht einfach aufgeben und davonlaufen, doch wenigstens Sicherung des sozusagen Erreichten um jeden Preis. Ulbricht's days in power were numbered. The new catchphrase was no experiments. The cards had been reshuffled. Honecker was Moscow's new Trump. At his side, Gunter Mittag made the transition from reformer to dictator of a now strictly centralized economy. Vier Trümpfe mit dem Trabant 601. Bequem für vier Erwachsene. Viel Raum für ihr Gepäck. Wendig. Schnell. Ausdauernd und robust. Ihr zuverlässiger Begleiter, der neue Trabant 601. Leonid Brezhnev überreichte Erich Honecker den Leninorden. Der Lohn. Honecker's payoff. Smiling, they raise their glasses to Ulbricht, whom they have just booted out of power. This document was submitted to the Politburo. In 1972, with strong support from the Bloc parties, the last 11,000 private and semi-private industrial companies, as well as 1,500 craft trade cooperatives, were nationalized. One of these firms was Werner Muck's upholstered furniture factory, which was based in Fredersdorf, near Berlin. When his firm was nationalized, he employed around 200 people. He had a turnover of 12 million marks and sold scarce commodities in high demand. Many small businesses agreed to nationalization if Mux went along with it. That motivated the SED to increase the pressure on him. Hier in diesen Raum kam der damalige Vorsitzende und hat mich dann, ich muss sagen, zur damaligen Zeit, also es wird Zeit, dass ich das mache, sonst gehe ich wahrscheinlich ab. Und da blieb mir weiter nichts übrig, als mir die Zustimmung zu geben und volkseng zu werden. Ich muss sagen, das ist damals so gewesen, ich habe es auch ganz offen gesagt, das hat man mir abgenommen, als wenn ich ein Kind verloren habe. Denn der Betrieb ist von klein auf Handwerksbetrieb zu Industriebetrieb bis zu ca. 240 Leuten, die wir damals hatten, aufgebaut worden, mit allem drum und dran. Meine Tochter hat mitgenäht, meine Frau hat mitgenäht. Wir haben alles gemacht von klein auf an. Ich sage es heute auch ehrlich, wir haben damals Löhne, um Löhne zu zahlen, nur alleine Margarinestollen gegessen. In one fell swoop, the regime had removed all free enterprise that remained in the GDR and at the same time integrated all these small businesses in its central planning. This economic exercise was an unnecessary and disastrous show of strength. According to Werner Mucks, none of the small entrepreneurs relinquished their businesses voluntarily. The blow killed some. Others committed suicide. Der Generalsekretär, Erich Honecker, hat aus ideologischen Gründen, entsprechend der These von Lenin, dass die kleine Warenproduktion immer wieder Neukapitalismus hervorbringt,
einen reinen Sozialismus in dieser hochentwickelten DDR haben wollen und hat aus diesem Grund, weil in diesen Betrieben auch ein hoher Gewinn realisiert wurde, eine Chance gesehen, über die Verstaatlichung dieser Betriebe eine noch schnellere Entwicklung einzuleiten, was aber nicht gelungen ist. July 13, 1972. A letter from Honecker to Brezhnev. We are pleased to see that you continue to follow the development of socialism in the GDR, despite your large workload as General Secretary. I am particularly pleased to inform you that we have now successfully completed the introduction of national ownership of previously private businesses and cooperatives as decided at the 8th Party Congress. In 1973, the oil crisis shook the world. The price of crude oil rocketed, and governments all over the world were forced to revise their energy policies. The leaders of the GDR believed that it would be protected by the price stability of the Comecon countries. East Germany got its crude oil through a pipeline to the Soviet Union, but increased oil prices soon filtered through to the GDR. Each year, more goods had to be exported to the Soviet Union in exchange for oil. This meant a drop in exports to the West. Der Beitrag der Mädchen und Frauen aus dem Jugendkollektiv Juri Gagarin zum Ziel ihres Betriebes, Übererfüllung des Planes 1973 um 2,1%, das sind 2000 Mäntel, 12.100 Anzüge, 23.600 Hosen. Economic planning and fashion make strange bedfellows. Even after hemlines had plunged, miniskirts were still being produced. This was because you could make more miniskirts from a given length of material than long skirts. It was more important to meet set targets than to produce what people wanted. This is the story of the government's economic planning for toothbrushes. One brush cost 73 East German Pfennig. When the main toothbrush factory burned down, the government imported 1 million toothbrushes from its economic partners. East Germans, well accustomed to shortages, reacted by hoarding. The government gave in 4 weeks later and sacrificed hard currency reserves to import more Western toothbrushes. At last, all was quiet on the toothbrush front. In 1976, industrial companies were concentrated into giant units called combines. This facilitated central planning but did not help to increase competitiveness or combat the huge hard currency deficit. It was increasingly difficult for companies to react to people's demands. In addition, they were forced to accept senseless planning targets for everyday products. Das Allerschlimmste war, dass wir ich würde mal sagen, den Plan ideologisiert haben. Also ich habe mal bei einer solchen Planverteidigung gesagt bekommen, auf deinem Rechenschieber ist nicht die Kraft der Arbeiterklasse. Weil also die Anforderungen an uns viel höher waren, als wir sie je erfüllen konnten. Und ich meine, mit dieser Ideologisierung hat man natürlich den Plan, der ja eigentlich sein muss, ob nun so detailliert ist, eine ganz andere Frage, ganz sehr heruntergewirtschaftet. Und je kritischer die Lage wurde in der damaligen DDR, desto unmöglicher wurden die Planmethoden. Sie richteten sich nur noch darauf, dass der für die Planung verantwortlich war, im Staat aufgeschrieben hat, was sein müsste, keiner aber gesagt hat, wie es denn zu schaffen sei. Dr. Rosenkrantz worked his way up in this factory. At first he was a fitter, then an engineer, and finally managing director. He headed the combine for 17 years. Zum anderen wussten wir in den Funktionen alle, dass ein Rütteln am Plan fundamentale Fragen des Staates berührt und dass es also keinerlei Zugeständnisse geben konnte, sonst wäre das Ganze ins Wanken geraten und man hätte die Frage beantworten müssen, was wird denn auf die Dauer, wenn das Defizit größer wird? The GDR economy in the 1970s was the product of Honecker's unification of financial and social policies. Money was borrowed to pay for investments. When the money was repaid, economic decline followed. The conclusion of Western economists at the end of 1980 was that the economic burdens on the GDR exceeded its capabilities. Ja, ja. Auch ein Kopf braucht seine Schmierung, nämlich die Qualifizierung.
1981, an unexpected shock hit East Germany. The Soviet Union suddenly reduced its yearly oil supply from 19 million to 17 million tons. Moscow sent Russakov, a cog in the party machine, to break the news. Honecker himself chaired a meeting of inner circle politicians. Russakov führte als Gründe für diese Reduzierung nur allgemeine wirtschaftliche Schwierigkeiten an. Honecker ließ aber nicht locker und das endete in dem Ausspruch: Teilen Sie ihm, Generalsekretär Brezhnev, mit, dass ich und unser Politbüro nicht verstehen kann, warum er wegen 2 Millionen Tonnen Erdöl die Existenz der DDR aufs Spiel setzt. Russakov hatte wenig weitere Argumente, aber in die Enge getrieben hat er schließlich tief bewegt und fast unter Tränen zum Ausdruck gebracht: In der Sowjetunion ist ein großes Unglück geschehen. Und wir stehen wieder bei Brest-Litovsk. Brest-Litovsk, das war bekanntlich der Friedensschluss infolge drohenden Zusammenbruchs des damaligen Russlandes kurz nach der Revolution. Ich war beauftragt, noch in der gleichen Nacht das Protokoll über diese Sitzung zu machen. Und gegen 2 Uhr nachts rief es in mein Büro an. Und Honecker war am Apparat und frug mich, ob ich mit dem Protokoll klarkommen, da es am anderen Tag bereits dem Politbüro vorgelegt werden sollte. Ich sagte ihm ja, aber ich kann mit dem Unglück nicht anfangen. Was ist mit einem großen Unglück? Was ist mit Brest-Litovsk? Er sagte mir, er macht sich darüber auch Gedanken und kommt zu keinem Schluss. A clear sign of economic misery. The Soviet Union urgently needed hard currency. It had to sell crude oil to the West and therefore radically curtailed its supply to East Germany. Economists had an even worse starting point on which to base the new 5-year plan. Plants had to be hastily converted to run on brown coal. Ultra-modern facilities had to be retooled using scarce investment funds. The badly needed increase in output did not materialize. The plants fueled by brown coal worked at full speed and many villages disappeared. Redevelopment was neglected woefully. The environment became increasingly polluted. The GDR became Europe's largest sulfur dioxide producer. The second shock in 1981. International banks froze all GDR assets because of Polish and Romanian insolvency. Hectic crisis management began. Products had to be exported at all costs. The lack of competitive alternatives forced the GDR to switch to petroleum products. Western imports were reduced below the pain threshold. Erneut herzlicher Beifall für die Mitglieder der Partei und Staatsführung. As so often in the past, trade between the two Germanies brought relief to the crises. No foreign exchange was needed. Accounting was settled by balancing the value of goods received against the goods delivered. The Big Four Agreement of 1951, the basis of trade, proved to be the most stable and for a long time the only contractual ties between the two countries. In the early 70s after the Basic Treaty, annual financial injections of millions were added. The GDR enjoyed advantages no other Comecon member shared, but even this was no longer enough. A helping hand came from a surprising quarter. With the support of Franz Josef Strauß, West Germany granted credits totaling 2 billion marks in 1983 and 1984. This made the GDR internationally creditworthy again. The country wouldn't have collapsed without the loans, but the standard of living would have been drastically lowered because of the cost-cutting measures required. Durch dann notwendige Sparmaßnahmen wäre die Folge gewesen. The Scharfenstein refrigerator factory in the Ore Mountains. Factories like this were worst hit by the cost-cutting policy. Old equipment still had to be used, although spares were lacking everywhere. All these factors led to a rapid decline in labor productivity in the GDR. In 1983, it was already 50% of that in the Federal Republic. Most of the savings were only made on paper, for example, when comparing new and old products. Man hat also gesagt, das neue Erzeugnis braucht, war absolut nur
ich sag mal, 20 Minuten Fertigungszeit weniger, hat das aber über den Preis so hoch gerechnet, dass da 3 Stunden rausgekommen sind. Und wenn man das mit einer Stückzahl multipliziert hat, kommt man natürlich dann auf zigtausende von Stunden, die man angeblich eingespart hat. War aber nicht real. Das war eine sogenannte relative Einsparung. The GDR economy became increasingly more isolated. Any data on the economy was classified information. In 1987, former development engineer Eberhard Günther was asked a question by an American at a convention in Dresden. Warum versuchen Sie in der DDR Dinge geheim zu halten, die eigentlich die ganze Welt weiß? Das war für diesen Mann sehr schwierig nachvollziehbar, denn die allgemeine Gepflogenheit ist ja vielmehr die, man spricht über die Dinge, die allgemein bekannt sind und versucht im Gespräch herauszufinden, wo denn der andere einen Vorteil hat, wo der andere ein Stück weiter ist. Aber das wurde bei uns nicht getan. Wir hatten also ständig das Gefühl, wenn wir schon mal so viel wissen wie die anderen, dass wir damit schon ein Geheimnis zu verteidigen haben und konnten uns von diesem Niveau eigentlich nicht auf ein Niveau heben, das eigentlich notwendig gewesen wäre, um international mitsprechen zu können. The best proof of the efficiency of this former GDR plant is the production of the first German environmentally friendly refrigerator, awarded the Federal Prize for Environmental Protection in 1993. In 1986, the price of oil on the world market plummeted. This cost the GDR a third of its essential sources of hard currency, earned by producing and exporting petroleum products. Now even fewer export products existed to offset this deficit than in 1981. The GDR leaders still adhere to their extravagant subsidy policy for prestige reasons. Expenditure for the so-called second paycheck consumed over 40% of the national government budget. On top of that were the expenses for the military and the billions for the absurd surveillance of people and the wall that surrounded them. Consumers had money, but there was hardly anything worth buying. Wenn mal die Frager Jahresendprämie aufgeschnitten wird, das war also eine Art 13. Monatsgehalt, dann gab es eben 800 oder 1000 Mark oder je nach Industriezweig auch eine Mark mehr. Dann liefen sie also in die Verkaufsläden der gehobenen Güterkonsumption, sprich also Fernseher und Stereo und so etwas. Und dann waren die Läden auch nach 3 Mal Kauf, waren die Läden dann so gut wie leer. Und der also die Jahresendprämie erst im März bekam, der konnte von Glück reden, wenn er denn eine Waschmaschine dafür bekam. Und die war vielleicht noch vorrätig. Intershop, ein Kanalisierungs- und Abschöpfungssystem für die Valuta im Land, die jeder haben darf, nur eben nicht jeder haben kann. Die Bedingung ist Westverwandtschaft oder schwarzer Kurs 1:4 bis 1:5. DDR-Bürger müssen wie hier in Michendorf gar höhere Preise zahlen als die Transitbrüder und Schwestern aus dem Westen. Schwer vom Zersetzungsprozess durch derlei westliche Prestigeparolen ergriffen, stehen DDR-Bürger voller Verlangen vor den beliebtesten Statussymbolen des Konsumkommunismus, Autos. Tief krümmt sich das sozialistische Persönlichkeitsideal vor den begehrten Blechhaufen, die noch immer Mangelware sind. Only the Western media reported on the bartering and the black market. Eisenhüttenstadt, an important steel location and victim of the plan revision in 1988. The plant lacked a hot strip rolling plant, so the steel had to be transported by train to Western Germany. There it was processed and returned to the GDR rolling mill. Construction of a Soviet plant was finally completed in 1988 when Günter Mittag discovered a new technology in Japan. This method later proved unsuited to anything except the sheet metal for cars, so he shelved the project in the Politburo. In Eisenhüttenstadt, 2 factories had already been built. Chief planner Schurer, who had fought for the plant, and Prime Minister Stoff had to terminate the contracts with Soviet Prime Minister Ryzhkov. Da Ryzhkov ein Fachmann ist auf dem Gebiet, ein Fachmann der Schwerindustrie, des Schwermaschinenbaus, und ich ihn gut kannte, hat er gesagt, Gerhard, du weißt, dass es falsch ist, was ihr macht. Warum machst du es mit? Und ich habe gesagt, ich mache, was das Politburo beschlossen hat. Es war ja auch so, das Politburo hat es ja beschlossen. Absurd victory of bureaucracy over common sense. 600 million marks squandered. Today the missing hot strip rolling mill is a severe handicap in deciding how to utilize the East German steel plant in Eisenhüttenstadt. The Western high-tech embargo drove the GDR into a crash microelectronics program, thanks in part to industrial espionage in the West. Despite massive investment, East Germany never reached world standards.
Production of a 1 megabyte chip was lavishly celebrated in 1988. Eure Leistungen sind ein hervorragender Beitrag im Wettlauf mit der Zeit. Sie sind ein überzeugender Beweis dafür, dass die Deutsche Demokratische Republik auch künftig ihre Position als entwickeltes Industrieland behauptet. Es bewegt mich vor allem die Empörung, dass man 20 Jahre lang im Grunde mit dem Wissen, ein Sieg ist so nicht möglich. Und einer der bedeutendsten Matadoren, zum Beispiel Mittag, hat das ja in seinem Buch geschrieben, dass er seit Mitte der 60er Jahre überhaupt nicht mehr geglaubt hat, dass der Sozialismus siegen kann. Schreibt er jetzt. Er hat aber noch 1989, wenige Wochen vor der Öffnung der Mauer, erklärt, also wie bedeutend und wie rasch voranschreitend die Wirtschaft und der Sozialismus in der DDR ist. Diese Heuchelei, dieses wirklich meiner Meinung nach an sich schon verbrecherische Verhalten zu den Bedürfnissen, Wünschen und Aktivitäten der einfachen Menschen ist empörend. They can't be left out of this film. Today they belong to history, the citizens of the GDR. They were born into this land, they lived here, went about their jobs, day by day, cursed, rejoiced, were for the system or against it. Their country, the GDR, was the child of the Cold War. It collapsed when the battle of the systems was decided. There was once a small country between the Baltic and the Alps with an ambitious claim. The little land announced that it belonged to the big league of the world's 10 leading industrial nations. Most of its loudly heralded feats, however, only took place on paper. For lack of planning, the planned economy went broke, in spite of the hard work of millions of people.